Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Far Cry 5. Machen aber jetzt mal ein neues Spiel. Und gehen jetzt mal hier Charakter nehmen, bestätigen. Jups. Fangen wir mal komplett von vorne an. Sagen, ich habe vorhin schon mal ein bisschen reingeschaut und der Anfang war schon geil, muss man sagen. Far Cry einfach, ne? Far Cry, richtig gutes Spiel immer. Ja. Ah, die Ladezeiten, die. Montana, Big Sky Country, der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Und alles wurde vollkommen. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier, vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White House an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen.
Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Das ist gut, Gütiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran! Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Gut, Gütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Oh, Marshall, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Herzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, na los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Wir haben die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Warum habe ich nur ein komisches Gefühl? Siegel auftat und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah.
Und siehe, ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Jupp. Gott wird das nicht zulassen. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Hoppla. Vogel. Ich will wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Nee, ist klar. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen.
Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus. Oh, ich wollte abhauen. Thank you.
habe sie verloren. Ich sehe einen. Ich habe hier erst eine Spur! Den Weg meiner langen Brücke. So wie er uns. Falls da draußen noch jemand ist. Falls noch jemand lebt. Für die Gläubigen! Töten wir sie alle! Ich dachte, dich hätt's erwischt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher. Mit der gottverdammten Nationalgarde. Und wir erledigen den Rest von... Okay, shh. Okay, let's party, Digga. Nach dem Himmel. Ich hab die Truckschlüssel. Gib mir Deckung. Spring an, du dummes Scheißteil. Komm schon, spring an.
Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein. Oh nein. Wir haben die Straßen blockiert. Festhalten! Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur einer nicht. Weißt du, was das bedeutet? Nöp. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Hä? Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren.
darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Mhm. Scheiße. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Okay. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. So, okay. Boah, bin ich schwatt oder bin ich nicht schwatt? Nochmal so richtig, ey. Geil, ey. So, ey. Nee, komm. Der hat keine Ahnung. Ja, okay. Oberkörper. Flaschen immer. Kopfbedeckung, ja. Ah, nehmen wir die. Hände. Okay. Wir werden tun, was wir können. Wir können nicht. Wir geben uns nicht.
Okay. Okay. Und noch hier. Dutch, bist du da? Hier ist Ray Ray. Was zum Teufel ist da los? Wir hörten eine Menge Schüsse und ich schwöre, das vorhin war kein Donner, sondern eine Reihe von Explosionen. Uma dreht durch und will sich nicht beruhigen. Sind das schon wieder diese Peggys? Wie viel lassen wir uns noch gefallen? Egal, ruf mich zurück, wenn du kannst, und pass auf dich auf. Jemand? Hier ist Dutch. Komm, Mann. Ist da jemand? Ich schon eine coole Hütte. Hallo? 1, 2, 1, 2. 1, 2, hier ist Dutch. Ist da wer? Hört mich jemand? Deputy, wir müssen reden. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast.
Okay. Diese Wichser sind bereit, für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem Gesetzeshüter zusammentue. Ich weiß. Sheriff Whitehorse hat dir wahrscheinlich alles beigebracht, was du weißt. Aber Earl und ich, wir kennen uns sozusagen schon ewig. Eine kleine Ordnungswidrigkeit hier, eine abgewiesene Klage da. Die eine oder andere Kneipenschlägerei. Ich dachte immer, er wäre das größte Arschloch, mit dem ich mich rumplagen muss. Aber dann kreuzte Joseph Seed hier auf. Oh, Sonne. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Oder nimm Widerstandsmissionen an. Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Okay. Ja, machen wir. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? That's out. Okay. Kann man denn hier? Kann man denn die Pistole erstmal hier? So, okay. Bin ich jetzt hier also der Einzelkämpfer erstmal, wa?
Schicksal liegt in Josephs Händen. Diese Leute hätten großzügiger sein sollen. Diese Idioten werden es versauen. Wart's nur ab. Die bringen mich um. Das war's dann. Du musst nicht den Helden spielen, aber komm schon! Komm schon, hilf mir mal! Du hast mir den Arsch gerettet. Yep. Diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Ja. Du kannst so viele Lieder singen, wie du willst, aber wenn du die Worte nicht lebst, nützt das gar nichts. Okay. Ja. Diese Sekte kauft die ganze Munition auf. Wild zu jagen wird ganz schön teuer. Mm-hmm. One more man I am. So. Unsere frommes Völkchen sind die ganz schön in ihre Waffen vernarrt. Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum dieser Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich
weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Hier ist gerade ein Pickup vorbeigerast. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ach so Scheiße! Okay. Das war zu knapp. Danke. Ich habe meinen Smoker repariert. Zeit für mehr Dörrfleisch. Und dann putzt du mal eine Runde. Noch nicht? Ja, naja. Muss rein. Jo. Gott ist in den Bäumen, im Land, nicht in einem Haus. Oh je. Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Okay. Warte mal direkt. Scheiße. Okay. Thank you.
Wer schießt da? Ich.